Alster oder Elbe? Für mich ganz klar die Elbe. Ich habe seit der Jugend immer eine große Verbindung auch zur Elbe. Ich finde, der Elbstrand ist einfach ja, ein Stück kleines Karibik mit den Weiden dran. Ist ein magischer Fluss. Ich liebe große, fließende Gewässer, ganz toll. Aber Alster ist auch toll. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Ganz klar, ich kann tatsächlich den Tag schon mit Fisch beginnen. Das kann man sich jetzt in München gar nicht vorstellen. Aber klar, Fischbrötchen liegt bei mir wirklich die Nase vorn. Das Brötchen ist immer so ein bisschen das Problem in Hamburg. Da werden manchmal meistens minderwertige Brötchen genommen. Aber ich muss bekennen, tatsächlich ein gut gemachtes Franzbrötchen, da werde ich auch weich. HSV oder FC St. Pauli? Also da bin ich tatsächlich ein bisschen Wechselwähler. Ich bin jetzt kein Mega-Fußball-Fan. Aber jetzt steht ja demnächst auch ein Pauli-Spiel an. Da habe ich Karten. Und klar, in diesem Fall Pauli. Mönckebergstraße oder AEZ? Ich bin eher so der Typ für kleine Läden, am besten noch Inhaber geführt, die irgendwie ein ganz anderes Spektrum haben und nicht die gleichen Läden, ob München, Hamburg oder Berlin. Und das ist in den Einkaufszentren häufig doch ein bisschen sehr Kette. Und dazu kommt noch dann diese Klimaanlagen, Luft, ist nicht so meins. Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.